Zur Veranschaulichung der Modellierung möchte ich hier jetzt mal das Mittelwertmodell gegenüberstellen einem geschalteten Modell. Das ist hier in einer LTSpice-Simulation aufgebaut. Wir haben auf der rechten Seite das Mittelwertmodell. Das heißt, wir haben hier unsere Stromquelle, die gesteuert ist mit D-Mittel mal IL-Mittel, wobei jetzt hier eine Spannungsquelle V4 benutzt wird, um den Strom zu messen. Das heißt, hier haben wir VD mal I von V4, das bedeutet so viel wie die Spannung an dem Knoten D bezogen auf Masse wird gemessen, multipliziert mit dem momentanen Stromwert, der hier durchfließt und der ist positiv hier von der Plusrichtung zur Minusrichtung. Und wir haben die Diode ersetzt durch einen Spannungsabfall D Mittel, hier in diesem Fall mal UE Mittel, was jetzt die Eingangsspannung hier vorne ist, das heißt V von D mal V von UE2, also die Spannung vom Knoten UE2 nach Masse. Und auf der linken Seite ist hier dieselbe Schaltung nur mit einer Diode und einem Schalter dargestellt. Diese beiden Bauelemente sind hier relativ ideal modelliert, wie hier oben dargestellt ist, weil ansonsten ergeben sich leichte Abweichungen zwischen den Modellen, weil zum Beispiel ein schwingungsfähiges PT2-System hier besteht, wo wir gedämpfte Schwingungen haben und wenn jetzt die Diode einen größeren Vorwärtswiderstand hat oder wenn wir ein RDS-On eines Schalters mit berücksichtigen, würde das stärker gedämpft werden. Hier wird jetzt das Ansteuersignal für den Schalter über einen Pulsweitenmodulator generiert und die Spannung D ist hier eine Spannung, die durch eine pulsförmige Spannungsquelle geliefert wird. Das heißt, was wir jetzt hier simulieren werden, ist ein Führungsgrößensprung des Tastverhältnisses. Das springt von 40% auf 50% zu einem Zeitpunkt 20 Millisekunden, weil wir aber erst ab 15 Millisekunden die Verläufe speichern, wird das so aussehen, als ob wir bei 5 Millisekunden den Sprung kriegen. Das heißt, tatsächlich ist das sozusagen ein Sprung, den wir hier kriegen, von 0,4 auf 0,5. Und dann würde sich erwartungsgemäß die Ausgangsspannung an beiden Lastwiderständen hier ändern, von 0,4 mal UE auf 0,5 mal UE, das heißt von 4,8 Volt auf circa 6 Volt nach dem Sprung. Und wir wollen jetzt das benutzen, um jetzt die Spannungsverläufe und Stromverläufe in den Schaltungen vergleichen zu können. Das heißt, hier links das geschaltete Modell und rechts dieses Mittelwertmodell. Das heißt, hier rechts haben wir auf der einen Seite den Sprung unseres Tastverhältnisses. Hier zu diesem Zeitpunkt 5 Millisekunden springt das Tastverhältnis von 0,4, hier entsprechend 400 Millivolt auf 500 Millivolt. Und damit wird dann die Ausgangsspannung sich ändern. Wir haben im unteren Diagramm in beiden Fällen die Ausgangsspannung an den Kondensatoren gemessen. Das heißt in Rot die Spannung für das Mittelwertmodell, in Blau die Spannung für das geschaltete Modell und in dem mittleren Verlauf haben wir hier die Ströme gemessen. Rot das Mittelwertmodell und Blau auch hier der Verlauf im geschalteten Modell. Löschen wir mal kurz. Dann können wir jetzt hier die Verläufe genauer beobachten. Zoomen wir mal rein hier zu dem Beginn des Sprungs, wo sich das Tastverhältnis ändert. Dann sehen wir sehr schön, dass jetzt hier wir sozusagen langsame Änderungen der Signale kriegen, die durch beide Modelle sehr genau beschrieben werden. Schaut mal ins untere Bild für die Verläufe der Ausgangsspannung, zoomt nochmal genauer rein, dann sehen wir sehr schön hier so eine Sprungantwort, die ähnlich ist zu einem PT2-Verhalten. Tatsächlich im Wesentlichen der Tiefsitzsteller hat ein PT2-Verhalten bedingt durch die LC-Kombination am Ausgang hier das Ausgangsfilter. Das ist im Wesentlichen nämlich das, was hier dafür sorgt, dass wir ein PT2-Verhalten kriegen. Wir sehen in beiden Modellen der blaue und der rote Verlauf, das heißt, das geschaltete Modell in blau und in rot das Mittelwertmodell sind ziemlich deckungsgleich, leichte Abweichungen. Wenn man genauer reinzoomt, sehen wir hier, dass wir dort ein bisschen eine Abweichung kriegen und doch eine Welligkeit in dem blauen Modell. Das ist tatsächlich die Restspannungswelligkeit, die sich in dem Kondensator ergibt durch das Auf- bzw. Entladen durch den Strom, durch die Induktivität. Aber im Großen und Ganzen sieht man hier, ja, das dynamische Verhalten ist relativ ähnlich, diese langsamen Änderungen. Und an der Induktivität sieht man jetzt eigentlich genauer, was dieses Mittelwertmodell macht. Dort sehen wir sehr schön, wenn wir genau reingucken, dass jetzt hier wir die hochfrequente Welligkeit bei dem roten Verlauf nicht mehr erkennen können, sondern hier bloß das eigentliche dynamische Verhalten, was eigentlich viel langsamer abläuft in dem System, erkennen können durch den roten Verlauf, wohingegen das blaue eine Überlagerung darstellt von einerseits diesem dynamischen langsamen Vorgang, andererseits aber der hochfrequenten
Stromwelligkeit, die wir dort haben. Und das ist genau das Ziel dieses Systems. Das heißt, der Schaltvorgang wird eliminiert. Durch die Quellen kriegen wir hier sozusagen eine normale zeitinvariante Schaltung. Die wird zwar weiterhin nicht linear sein, aber wir haben ein nicht mehr schaltendes System und können dann die entsprechenden Gleichungen linearisieren, die dort rauskommen. Das heißt, unser System schon einmal vereinfacht. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Sinn macht das, dass man das einführt, wenn man ja beides simulieren kann? Dann könnte man ja auch sagen, man könnte den Regler mit dem geschalteten System auslegen. Tatsächlich kann man das natürlich, aber die Simulation mit so einer Schaltung aus gesteuerten Quellen ist deutlich schneller als die in so einem geschalteten System. Und es gibt andere Sachen, das wollen wir uns kurz angucken. Wir können zum Beispiel mit LTSpice hier nämlich ganz schnell das Bode-Diagramm und damit letztlich die dynamischen Übertragungseigenschaften uns auch simulieren, wenn wir nämlich hier an dem Knoten D eine AC-Spannungsquelle anschließen. Entsprechend habe ich das Modell jetzt hier geändert. Wir sehen jetzt, ich habe weiterhin das Mittelwertmodell, das geschaltete Modell ist rausgeflogen und ich habe jetzt hier direkt an den Knoten D eine Spannungsquelle angeschlossen, die jetzt aber eine AC-Spannungsquelle ist mit der Amplitude von 1 Volt und jetzt hier einen DC-Offset von 0,4 Volt hat. Warum dieser DC-Offset? Tatsächlich wird unsere Schaltung linearisiert um einen Arbeitspunkt herum und da müssen wir sozusagen den stationären Wert des Tastverhältnisses angeben, um den das linearisiert wird. Tatsächlich die Amplitude von 1 Volt spielt hier jetzt keine Rolle, aber wenn man dort 1 Volt einsetzt, kriegt man ohne weitere Umrechnung direkt sozusagen die Übertragungsfunktion vom Tastverhältnis zum Beispiel zur Ausgangsspannung ermittelt. Dann wollen wir die Simulation starten, das heißt hier eine AC-Simulation von 1 Hertz bis 100 kHz mit 100 Schritten pro Dekade und kriegen jetzt hier das Bode-Diagramm dieser Regelstrecke, wenn wir so wollen, der Leistungsstufe vom Eingang D zur Ausgangsspannung. Das ist hier dargestellt und man sieht sehr schön das PT2-Verhalten. Das heißt, wir haben hier oben den Wert unserer P-Verstärkung, das heißt hier 20 mal Logarithmus Kp. Wir haben hier eine Steigung von minus 40 dB pro Dekade und im Durchgezogenen sehen wir den Amplitudenfrequenzgang und hier mit den Punkten gestrichelt ist der Phasengang in diesem Diagramm dargestellt und jetzt könnte man mit den normalen Methoden der Regelungstechnik das hier als Strecke betrachten und dann einen entsprechenden Regler dazu auslegen. Das heißt letztlich aus Sicht der Regelungstechnik nur ein PT2-System, was wir hier haben. Und das ist jetzt zum Beispiel der Riesenvorteil von diesen Mittelwertmodellen. Das geht in einem geschalteten Modell nicht. Das heißt, dieses Mittelwertmodell lässt sich automatisch linearisieren und die Übertragungsfunktion, wie hier dargestellt, ermitteln. Das heißt, das Ganze ist jetzt zurückgeführt, wenn wir so wollen, auf ein System. Wir haben eine kleine Änderung des Tastverhältnisses und kriegen dann eine Kleinsignaländerung der Ausgangsspannung raus und dazwischen ist das Ganze sozusagen als PT2-System ermittelt und hier steckt dann die Übertragungscharakteristik in diesem Bode-Diagramm drin.